Kennst du das? Kaum da, schon wieder weg. Es gibt Süßigkeiten, die sollte man echt ganz schnell verschenken, bevor man sie selber nascht. Wie diese kleinen Kokoskugeln. Und damit ich damit anderen Freude machen kann und nicht mir selber Frust, habe ich mir kleine Verpackungen überlegt. Für eine, zwei, drei oder vier Kokoskugeln. Designerpapier bietet sich dafür absolut an. Hier und heute meine Verpackung für ein Raphael oder so, du weißt schon. Bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Gar nicht lang verquatschen, Verpackungen habe ich gesagt. Eine kleine Kokoskugel wird verpackt und wie das geht, zeige ich dir heute. Ach ja, die nächsten Wochen kannst du gespannt sein. Gibt es auch noch eine Verpackung für zwei? Kann ich auch verlinken. Annalena Doberschütz hat aus meinem Team hat dafür schon eine Anleitung gemacht. Vielleicht mache ich da noch eine, aber ihre ist eigentlich top, verlinke ich. Für drei Kokoskugeln zeige ich mal hier, mache ich auf. Und ich habe mir gedacht, warum nicht mal eine Karte und eine Verpackung kombinieren? Das ist, ich nenne sie liebevoll Kokosmatte, weil es sind ja Kokoskugeln drin. Und das Ganze sieht so ein bisschen aus wie eine Strandmatte, aber ist eigentlich auch eine Karte, wo man Grüße draufschreiben kann. Zeige ich auch demnächst. Und die Verpackung für vier ist diese Double Split Top Box. Hast du gesehen? So sehen sie aus, die Kugeln. Genau. Zeige ich auch. Verlinke ich aber auch. Habe ich schon mal eine maritime Verpackung gemacht. Jo, heute geht's los mit Designerpapier. Für die Verpackung für die drei Teile werde ich dann mal Designerpapier wieder selbst gestalten. Da habe ich hier mal so ein bisschen Kaffee mit Schoki, Süßigkeiten, was auch immer. Das ist ja kein Schoki, damit es nicht schmilzt beim Wetter. Jo, los geht's. Was brauchen wir? Ein Stück Designerpapier in den Maßen 10,5 mal 17,5 cm. Ich bin ja manchmal so ein kleiner Sparfuchs, wenn man aus einem Designerpapierbogen 30,5 mal 30,5, 2, 3, 4 kleine Verpackungen, 4 solche kleine Verpackungen rausbekommt, würde man die Maße anpassen auf 9,5 mal 17,5. Aber ich zeige heute etwas gefälliger in 10,5 mal 17,5. Dann habe ich mir mit lagenweisen Kreisen zwei Kreise ausgestanzt, so dass ich eine Mattung habe. Ein Textfeld und ein Stück Band brauchen wir auch noch. Da nehme ich das Geschenk, locker gewebtes Geschenkband, heißt es genau, in der Farbe Papaya. Jo, und dann geht's auch los. Jetzt kommt der Papierschneider und damit ich es nicht vergesse, im Juli Aktion bei Stampin' Up. Designerpapiere, Sonderaktion, 15% auf ausgewählte Designerpapiere. Du kannst sie dir anschauen auf der Seite 130 bis 134 im Jahreskatalog und neun Papiere sind mit 15% zu bekommen. Lohnt wirklich, weil die Designerpapiere sind top und man kann so wahnsinnig viel mitmachen, außer streicheln. Ich sag mal einmal kurz, was 15% betrifft. Und zwar ist es schöne Natur. Pflanzecke von Hand gemalt. Das ist dieses hier. Ganz mein Geschmack. Das sind übrigens wirklich sehenswert anzuschauen. Tolle Hintergrundpapiere und es ist mehr in der Packung drin als in den anderen Packungen. Also lohnt sich wirklich das Ganze nochmal mit 15%. In der Wildnis, die Tierchen. Stiefmütterchen, Fantasie in Symmetrie, wunderbar weihnachtlich, kannst du schon mal vorsorgen für Weihnachten. Und die Pfirsichzeit, und davon nehmen wir heute eins. Pfirsichzeit, echt, ist ein total cooles Papier. So, das war der Werbeblock, jetzt geht's los. Wir brauchen das Stück Designerpapier in den Maßen 10,5 mal 17,5, habe ich ja schon gesagt. Und dann geht's los mit dem Papierschneider, und zwar auf der linken Seite und auf der rechten Seite wird eine Falzlinie angelegt, an der kurzen Seite bei 3,5 und ich lege das hier in meinem Papierschneider rechts an oben. Da macht sich ganz gut. Ich drehe es einmal komplett rum. Ich hätte es auch schieben können, aber ich mache das mal so. 3,5 ist das Maß des Tages. Die Kugeln habe ich knapp verpackt, bin ja mal so ein bisschen auf minimalistisch und da mehr brauchen sie nicht. Können natürlich auch 4 cm kriegen, aber hier 3,5 reicht. Und jetzt wird gefalzt und zwar die lange Seite eingelegt. Wir brauchen die erste Falzlinie bei 1,5. Die zweite Falzlinie, du ahnst es schon, bei 3,5. Die dritte bei 7. Jetzt immer 3,5 dazu. Die vierte dann also bei 10,5.
Die fünfte bei 14. Und eine Linie brauchen wir noch bei 16 cm. Wenn man das hier ein bisschen schlecht sieht, keine Panik, klappen wir auf und wissen, dass es von dieser Seite wieder 1,5 sein müssen. Ja, das wissen wir. 1,5. So, das ist es. Und damit wir gleich beim Schneiden die Linien besser sehen, falze ich die schon mal. Ich nehme doch dieses schöne Fruchtige nach außen. Soll ja auch wirklich ein bisschen Freude machen, schon auf den Inhalt. Und da sind so fruchtige Pfirsichblüten gar nicht so schlecht. So, und die knappen Ränder hier, also jetzt habe ich die ganzen drei Fünferfelder, die Quadrate. Und hier diese Falzung bei 1,5 links und rechts vom Rand falte ich nach außen, nach oben. So, super. Jetzt wird geschnitten. Das lege ich mal so rum, nehme meine Schere. Und jetzt mal für uns zu merken, ist mein Bleistift wieder weg, glaubst du? Es drehst dich um, ist wieder was weg. Ist, weiß, wo er ist. Sagen wir nichts. Okay, hier, wo ich in die Mitte mal das Feld lege, diesen Kreis, dieses Feld ist der Boden. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wir brauchen ja einen Rand links und rechts und diese Schlaufenlasche oben. Also schneiden wir an der kurzen Seite angefangen, ein bei rechten Linie bis zur ersten, zweiten, dritten quer. Und links auch. So. Und dann drehen wir einmal komplett rum und machen das auf der anderen Seite genauso. Also die Querlinie. Hier erstmal anfangen bis zur dritten quer. Auch. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wie das Ganze wohl werden wird. Ich halte das mal so hoch. Und hier wären die Öhrchen oben, die Lasche. So. Jetzt nehmen wir an den Seitenfeldern, drehen wir es jetzt mal rum, die lange Seite. Hier sehen wir ja, das Feld bleibt stehen, ist eine Wand. Links und rechts schneiden wir jetzt nicht an der Linie, sondern wir brauchen eine Klebefläche. Also schneiden wir von der Linie 1 cm entfernt. Hier ab und hier ab. Und auf der anderen Seite genauso gegenüberliegend. Hier und hier. So sieht das aus. Jetzt falte ich das mal hoch. Muss ja das umdenken. Das sind die Klebeflächen. So wird es zusammengesetzt. Passt, wackelt, Luft. So. Gut. Doppelseitiges Abreißklebeband oder Flüssigkleber auf alle vier Klebeflächen. Einmal auftragen. Finger anlegen, reißen. Kannst natürlich auch ein Lineal anlegen oder was für Finger. Auflegen. Hier vorne ist die Kante, Finger dran, abreißen, läuft super. Jo, was machen wir, bevor wir kleben? Wir nehmen uns eine Stanze, wenn wir die nicht haben, also irgendeine Anhängerstanze. Es gibt verschiedene, ich habe jetzt eine, die ist gar nicht mehr im Sortiment, aber benutzen kann man sie noch. Man kann aber auch hier oben einfach rund die Ecken mit einem Eckenabrunder schneiden. Ich lege das jetzt mal ein, schiebe das mal hier vorsichtig rein. Und vermittel das und stanze mir hier diese wunderschöne Kante mit einem Loch. Wie gesagt, du kannst Ecken abrunden und einfach ein Loch reinstanzen, aber man kann es natürlich auch machen, wenn man es so hat. Mit einer der wunderschönen Anhänger. Und vermitteln und ab und fertig ist das. So, wenn irgendwo was nachzuschneiden wäre, dann wäre jetzt unser Moment. Hier oben zum Beispiel diese kleine Kurve schneide ich einfach so ein bisschen weiter rund und fertig ist das. So, jetzt wird geklebt und viel mehr passiert nicht. Dekorieren noch. Also, Klebeflächen, Schutzfolie abziehen. Wenn es nicht geht, nimmst du eine Pinzette oder unseren Aufhebhelfer, mit dem geht das natürlich auch. Aber ich nehme jetzt hier mal dieses, weil das am schnellsten. Jo, und jetzt rechte Winkel kleben. Ich lege mir das so hin, die Spitze zu mir und klebe das rechtwinklig an. Erste Ecke steht, ist wie Häuschen bauen. Zweite Ecke, super. Dritte Ecke und die vierte Ecke. Ich hätte die Laschen jetzt natürlich noch schräg schneiden können, habe ich versäumt, geht genauso. Ist wieder ein Arbeitsschritt gespart. So, das ist die kleine Verpackung, schon fast fertig. Jetzt nehme ich nur noch meine Kreise
Und ein Stempel, ich habe hier Bärenstark. Ich mache da mal süße Grüße drauf. Mal sehen, ob es reinpasst in meinen kleinen. Oh Gott. Süße Grüße. Und wir nehmen Calypso. Moment. Wieder was versäumt. Das ist es. Wollte ich mir natürlich zurechtlegen. Calypso. Wird knapp, aber es wird gehen. Süße Grüße, da sind sie. Mann, ist das süß. So. Und dann kleben wir einfach nur noch alles aufeinander. Ich nehme da hier wirklich Abstandsklebepunkte. Jetzt mit dem ersten hier auf den Kreis. Und mein kleines Klebeschildchen drauf. Und das zweite auf der Rückseite. Und das ganze Element hier vorne passt super genau in das Quadrat rein. Und dann noch ein Schnippelchen Band. 20 cm müssten reichen. Sei denn nicht sparsam, weil die Sache ist die, wenn es einmal zu kurz ist, musst du eh doppelt schneiden. So, kriegen wir es ohne Fädelhilfe hin. Jo, jetzt die Süßigkeit rein. Du weißt, welche Kugel, genau. Und dann ab. Übrigens, wenn du die Kugel mit Schoki verpackst, würde ich auf 4 cm gehen, vorher ausmessen. Erstmal so spontan, die ist größer. Zu diesem Moment, wenn ich es in den Mund stecke. Und den Kokos ist etwas kleiner als das mit Schoki und Haselnüssen. Du weißt schon, die andere Kugel. Gib mir die Kugel. So. Jo, und da ist die nächste kleine Verpackung für ein kleines. Für eine kleine Kokoskugel fertig. Hier haben wir die mit dem eigenen Designerpapier. Ja, drei Verpackungen. Und ich sag mal so, das geht echt schnell. Also einmal zugeschnitten. Jetzt nochmal die Empfehlung, wenn du aus einem Designerpapier vier Elemente rausbekommen möchtest, dann schneidest du die Felder zurecht für die Designerpapiere auf 9,5 x 17,5 cm und falzt links und rechts bei 3 cm. Wir haben hier 10,5 17,5 cm und links und rechts bei 3,5. Jo, das war's. Wenn es dich interessiert, wie man zwei verpackt oder drei oder vier. Zwei und vier verlinke ich dir schon mal, aber vielleicht baue ich auch noch eine neue Verpackung. Die drei, meine Kokosmatte, Boxcard Kokosmatte würde ich sie mal nennen, zeige ich demnächst. Und das ist mein Projekt von heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann gib mir doch gerne einen Daumen hoch. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere meinen Kanal. Und klicke gleich auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alles Wichtige steht auch immer in der Beschreibung unter meinen Videos, meinem Blog, meinem Shop und den News. Maße oft auf meinem Blog, schau einfach nach oder frag mich. Hier geht es gleich weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps, also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.